Max Stirne, warum die Kirchen leer sind. Die Priester beklagen sich. Es ist unleugbar. Der Verfall der Kirche offenbart sich äußerlich am stärksten durch die Entweihung der kirchlichen Feiertage. Und dass andere Religionsgemeinschaften an der Art, wie diese Tage unter uns begangen werden, den größten Anstoß nehmen. Nicht, dass wir meinen, dass diese Angelegenheit die höchste sei im Wesen der christlichen Frömmigkeit, sondern weil wir glauben, dass für die christliche Wahrheit und Liebe eine größere Empfänglichkeit gewonnen wird, wenn die heiligen Tage ihrer ursprünglichen Bestimmung, nämlich der Ruhe von der Arbeit, der ernsten Einkehr in sich selbst, wiedergegeben werden. So werden wir von unseren Geistlichen unverhohlen als Schuld am Verfall der Kirche angeklagt. Der Andächtigen werden immer weniger und die christlichen Kirchen immer leerer. Nun rufen uns diese Kuttenträger zurück in die verlassenen Kirchensitze. Doch wir haben die Räume der Kirche, wo die Grenzen andächtigen Glaubens längst überschritten. Sie rufen uns zur Umkehr und klagen uns an, ihr seid nicht mehr kirchlich gesinnt. Doch sind wir darum nun schlechter, weil wir nicht mehr nach alter Art kirchlich sind. Nun ja, der Vorwurf, in einer empfänglichen Stunde auf unser Gewissen geschleudert, hat wohl die Macht, in uns augenblicklich eine Reue zu erzeugen, die für einige Zeit den guten Vorsatz hervorruft, künftig die Kirche gewissenshaft zu besuchen. Aber wie lange dauert's? So sind wir wieder die alten Sünde. So treibt uns denn die Reue zur Buße und die Langeweile der Buße wieder zur Sünde. Ein beklagenswertes Los derer, die darin nur dem Zuge der Zeit folgen und sich doch nicht zu bessern vermögen. Sie haben nicht die Kraft, gegen den Strom der Zeit zu schwimmen. Sie möchten gerne fromme Christen sein, wenn es noch an der Zeit wäre, und möchten doch auch gerne mit der Zeit gehen und mit ihrer augenscheinlichen Gleichgültigkeit gegen das Christentum. Wenn nur der alte Glaube und die alte Furcht nicht wäre. So aber schweben sie zwischen Himmel und Erde, zu schwer, um zu steigen, und zu leicht, um zu sinken. Ein verzweifelter Zustand. Auf den Gewinn solcher Seelen zielen denn die Seelsorger, und sie werden deren einige einfangen. Das in aller Welt macht uns denn so kalt und gleichgültig. Was fehlt uns denn? Eine Begeisterung fehlt uns, die den ganzen Menschen durchglüht, die alle Zweifel des Gedankens und alle Verführungen der Sinne in ihrer reinen Flamme aufzieht. Nach einer solchen Begeisterung sehnen wir uns. Weiß man uns etwa für die Kirche so zu begeistern? Regt die Predigt unserer Geistlichen den Enthusiasmus in uns auf? Um die schlafsüchtige Welt aus ihrer Ermattung aufzurütteln? Oder seid ihr Schafsüchtigen noch immer zufrieden mit jener fatalistischen Hingebung, die lieber schweigend leidet, als sich Recht zu verschaffen? Wollt ihr immer noch gehorsam sein auf Erden und frei erst im Himmel? Ihr lasst euch behandeln wie Kinder, wo ihr doch Männer sein solltet. Ihr lasst euch bevormunden, wo es doch unentehrendes Unrecht ist, nicht eine eigene Rede zu führen.
Ihr seid kriecherisch, wo ihr ein Mann stehen sollte. Ihr seid Maschinen, wo ihr Geister sein solltet, die sich und andere befreien. Seid ihr gleichgültig gegen das Reich dieser Welt und nur sehnsüchtig nach dem Himmel, wie eure Seelsorger euch gerne haben möchten? Wollt ihr von euren Predigern nur hören, was ihr hier auf Erden alles aufgeben sollt, um dann im Himmel die Fülle zu empfangen? Ihr sollt euch kasteien und den Erdenfreuden entsagen, um dann im Himmel mit Gnaden aufgenommen zu werden. Ach, was geziemt dem Erdenbürger? Soll er nun geduldig und sanftmütig sein? Oder soll er auch ein Mensch sein, der nicht gegängelt sein will, wenn er seinen eigenen Weg allein geht? Seid ihr nicht Menschen? Ehe ihr Christen seid? Warum wollt ihr bloß wissen, worin des Christen Bestimmung bestehe? Warum nicht vor allem erfahren, was des Menschen würdig ist? Ihr meint, wenn ihr Christen seid, so seid ihr auch schon wahrhafte Menschen. Wie aber, wenn das Christliche, wenigstens so, wie es zurzeit als Lehre angeboten wird, nicht mit dem Menschlichen zusammenfällt? Wir wollen vom Christlichen nichts wissen, wenn es nicht das Menschliche ist. Das Menschliche ist nicht das, was andere erkannt haben und ich ihnen glauben soll, sondern das, was ich mit ganzer Seele erfasse und mein eigen nenne. Ich bin kein ganzer voller Mensch, wenn ich anderen nur glaube, was sie mir von meinem eigenen innersten Wesen erzählen. Ich bin es nur, wenn ich es selbst erkenne, wenn ich davon durchdrungen und überzeugt bin. Ich werde mich von nichts abhängig machen, was ich nicht selbst bin. Ist der Prediger nur dazu da, um ihr Glaubensartikel einzuprägen? Oder ist es sein Beruf, mich über den Geist, der in mir wohnt, bewusst zu machen? Jener ist der Pfaffe, der gebieterisch meinen Glauben verlangt. Dieser der Mitbruder und Mensch, der mich zu mir selbst führt. Ich werde nie wieder von mir selbst lassen, wenn ich mich einmal gewonnen habe. Wer sich selbst ganz besitzt, wer in das Heiligtum seines eigenen Wesens eingedrungen ist, der sei mein Freund. Lasst euch durch eure Lehrer zu euch selbst führen und entwöhnt sie der abgebrauchten Redensart, die behauptet, euch zu Gott führen zu wollen. Wie werden doch die Gläubigen irregeführt. Gott ist, so lehren sie, außerhalb von euch. Nur ihm allein sollt ihr gefallen. Zu Knechten seid ihr geworden. Aber freie, mündige Menschen seid ihr nicht. Nichts ist euch so unbekannt wie ihr euch selbst. Fragt euch selbst, ob ihr wirklich damit zufrieden seid, wenn ihr von euren Predigern stets an Gott gewiesen werdet. Könnt ihr mit ihm jemals eins werden? Nein, nur mit euch selbst könnt ihr eins werden. Niemals mit Gott, der euch immer fremd bleiben muss, als ein Herr in unnahbarer Majestät. Schleudert die Demut von euch, die einen Herrn braucht, und seid ihr selbst. Fürchtet euch nur nicht zu denken, was ihr unbewusst doch tut, denn ihr seid längst nicht mehr gottesfürchtig nach alter Art. Ihr schlendert nur so in der alten Gewohnheit hin und meint, gute Christen zu sein. Doch die, die eure berufenen Lehrer sind, sagen euch, ihr seid schlechte Christen. Ja, bekennt es frei. Wir sind keine Gläubigen mehr. Wir glauben nicht ernstlich mehr an den alten Herrn Gott.
Und mit diesem Selbstbekenntnis werfen wir die Last der heiligen Selbsttäuschung ab. Euren Seelsorgern wurde das Amt des göttlichen Wortes anvertraut. Verweilen wir einen Augenblick bei diesem anvertrauten Amte des göttlichen Wortes, wird nicht unser andächtiges Gefühl von mancher Predigt aufs Tiefste verletzt, weil ein sklavischer Diener am göttlichen Worte durch alle möglichen Kunststücke des Scharfsinnes so lange am Bibelworte dreht und deutet, bis ein leidlicher Sinn herauskommt. Oh, es ist widerwärtig, dieses Deuteln an dem, was geschrieben steht, an dem nicht gerückt werden darf, bloß weil es geschrieben steht. Fragt euch selbst, seid ihr damit zufrieden, dass man euch sagt, so steht es geschrieben? Seid ihr beruhigt über eure Zweifel, sobald ihr wisset, so und so lautet die Bibel? Gilt euch etwas darum schon für wahr, weil ihr es im Testament lest und wollt ihr nur die Schrift ausgelegt haben? Oder verlangt ihr nach der ewigen Wahrheit? Und wenn ihr danach verlangt, genügt euch da ein Diener des göttlichen Wortes, der auf die Bibel geschworen hat, euch nur biblische Lehren beizubringen? Oder sehnt ihr euch nicht wie mir nach einem freien Lehrer? Es ist wahrlich erhebend und göttlich, einen freien Menschen zu vernehmen, als anzuhören, wie ein Diener des Wortes seine pflichtschuldigen und diensteifrigen Lobgesänge anstimmt. Lieber lausche ich einem Sünder, der im Kampfe der Gedanken sie verirrt hat, als 99 solcher Gerechten. Da jammern die Priester über die leeren Kirchen und sagen, ein Volk, das die Gottesfurcht verlässt und von dem Höchsten und Heiligsten, was es für die Menschen gibt, sich entfernt, ist auf dem Wege, auch die irdischen Segnungen wieder zu verlieren, deren es sich noch erfreut. Doch sind wir damit einverstanden, dass die Gottesfurcht das Höchste und Heiligste sei? Als Christen sollten wir schon gelernt haben, Gott nichts zu fürchten, sondern zu lieben. Doch die Priester wollen, dass Gott über uns throne und ihn mit einem nach Gnade dürstenden Gemüt auf den Knien anbeten soll. Die Priester klagen, mit der Gottesfurcht vergeht auch die Ehrfurcht. In dem Maße, wie die Gottesfurcht sinkt, steigt die Selbstsucht. Anstelle des Gehorsams gegen die von Gott eingesetzte Obrigkeit herrscht eine zügellose Willkür, eine stete Auflehnung gegen die Schranken, die uns umgeben. Die auf dem Buchstaben vereidigten Diener im göttlichen Worte haben die Erlaubnis, solches zu reden. Für uns aber, die wir reden möchten, wie es uns ums Herz ist, gilt das Gebot, schweigt! Unsere Geistlichen beklagen den Verfall der Kirche und sagen, wir sehen mit Schmerz, wie sich die Menschen des großen Segens berauben, den die Ruhe von irdischen Mühen und Sorgen, die Erhebung der Seele zu Gott an einem bestimmten, von Gott dazu festgesetzten Tage uns gewährt. Die Reicheren verlegen ihre Vergnügungen auf den Sonnabend und feiern dann bis zum Sonntagsmorgen, was sie dann für jede ernste heilige Beschäftigung am Sonntag unfähig macht. Viele Beamte besorgen einen Teil ihrer Geschäfte am Sonntag. In allen Erwerbszweigen geht das Kaufen oder Verkaufen am Sonntage ungehemmt weiter. Wie viele Geschäfte gibt es wohl noch, welche am Sonntagmorgen geschlossen sind? Wie viele Maschinen, welche den ganzen Sonntag stillstehen? Wie viele Kinder besuchen wohl noch an der Seite ihrer Eltern das Gotteshaus? Ihr Priester, angesichts dieses erschreckenden Bildes, geht ihr noch immer nicht in euch und fragt euch, ob die Schuld nicht etwa an euch liege?
erkennt, dass sich kein Freier an euren Tisch der Knechte setzen will. Lasst nur statt eurer eingelernten Litanei ein freies Wort ertönen, wie es aus einem lebendigen Geiste kommt, und ihr sollt Wunder sehen, wie sich eure Kirchen wieder füllen werden. Ihr irrt sehr, wenn ihr glaubt, wir hätten unser Heiligstes abgeschworfen und strebten nur nach vergänglichem Tand. Wir mögen nur eure gefesselten Reden nicht und fliehen die Kutte, unter der kein mutiges Herz schlägt. Wir rasten das salbungsreiche Gelispel, das sich nie zum offenen Wort eines furchtlosen Geistes erhebt. Ihr sagt, die gottvergessenen Christen sollen sich nicht entschuldigen damit, dass sie Gott im Stillen dienen, auf ihre Weise. Denn der rechte Segen kann ihnen nur aus der Gemeinschaft mit anderen beim Gottesdienste durch Gesang, Gebet und andächtige Betrachtung des göttlichen Wortes zufließen. Und schiebt auch nicht Mangel an Zeit zum Kirchenbesuche vor und sagt nicht, man könne ja auch ohne Kirchenbesuch ein guter Mensch, ein guter Bürger, ja sogar ein guter Christ sein. Wer Gott fürchtet und meidet doch den Gottesdienst, wie will der mit jenen Ausreden vor Gott bestehen? Wir aber, die wir Gott nicht fürchten, suchen auch keine Ausflüchte und brauchen auch keine Entschuldigung, weil wir nicht in der Schuld, sondern im Rechte stehen. Wir meiden das Gotteshaus, solange das Gotteswort geknechtet ist in Buchstaben und solange seine Ausleger nicht sprechen dürfen als freie Geister. Warum aber wollen unsere Seelsorger es denn nicht einsehen, dass ihre wahren Gegner nicht der Weltsinn und die herzlose Gleichgültigkeit sind? Was soll es helfen, mit Sehnsucht rückwärts zu blicken und die Wiedererweckung der guten alten Zeit zu empfehlen? Nein, vorwärts winkt uns das Heil, nicht rückwärts. Die Zeiten der alten Frömmigkeit sind vorbei. Und was man heutigen Tages fromm nennt, es will sich wahrlich nicht mit der Frömmigkeit unserer Voreltern vergleichen. Die Gegenwart fordert das rein Menschliche. Sie fordert nicht Frömmigkeit, sondern Sittlichkeit und Vernünftigkeit. Mündige Männlichkeit des Geistes, nicht bevormundete Kindlichkeit. Begeisterung für die ewig gegenwärtige Welt des Wollens und Handelns. Und ich blind ergebene Sehnsucht nach dem Jenseits. Fragt ihr etwa bei euren Dichtern, die ihr so innig verehrt, ob sie fromme Christen gewesen sind? Liebt ihr Schiller weniger als Klopstock, weil dieser einen Messias ganz im Tone unserer hinaufgeschraubten Frömmigkeit gedichtet? Schiller aber kein christlich frommes Lied zustande gebracht hat? Achtet ihr den Staatsmann höher, der eure Gedankenäußerungen überwachen lässt, auf dass sie rechtgläubig seid, als den, welcher dem Gedanken und Streben der Menschen keine Fessel anlegt? Ja, verurteilt ihr auch nur einen eurer Mitmenschen, den ihr sittlich und edel handeln, frei und furchtlos denken seht, darum, weil er keine herkömmliche Frömmigkeit übt? Aber freilich, wo hättet ihr auch die Gelegenheit finden sollen, euer Denken auszubilden, da eure Geistlichen euch in die gute alte Zeit zurückbringen möchten und euer Gewissen, statt es zu stärken, mit Furcht und Zittern erfüllen, dass es euch anklagt auf der verlassenen Frömmigkeit? Das Leben lehrte euch längst, dass die Sittlichkeit und die Freiheit besser sei als die fromme, tote Frömmigkeit. Und seid ihr so schwach, dass ihr den Verlust der alten Frömmigkeit für ein Unglück haltet? Nee,
Das geht ihr dann lieber und geht ihr dann lieber mit den Heuchlern scharenweise zur Kirche, aus Furcht, um nicht als Ungläubige oder einen Arbeitsplatz als Beamte zu verlieren? Oder als gute Bürger oder einen guten Leumund einzubüßen? Seid stark und mutig, um offen zu sagen, wir stehen mit unserer Unkirchlichkeit im Rechte, denn wir wollen nur freie Lehrer hören. Jetzt, da die Kirche in Verfall gerät, wollen uns unsere Geistlichen dahin zurückführen. Sie könnten ihre leeren Kirchen wohl wieder füllen, wenn sie statt des Splitters im Auge der Gemeinde den Balken im eigenen sehen wollten. So aber schelten sie ihre Schäflein darum, dass sie keinen bevormundeten und durch Verpflichtung gebundenen Redner hören mögen, der ihnen doch nicht sagen darf, was der ewig freie Geist ersehnt in den Tiefen seines Inneren, sondern sagen muss, was so erhaben und heilig es auch sei, doch im unfreien Munde nicht das eigene, aus der Tiefe der Brust heraufgeholte Wort eines aufrichtigen Menschen ist, sondern eine leblose und versteinerte Wahrheit. Erkämpft euch, ihr Priester des göttlichen Wortes, die Freiheit der Rede, und wir finden uns mit Freuden bei euch ein. Tut zuallererst ab den eigenen Knechtessinn, dann werden eure Kirchen wieder voll sein. Ein neues Christentum wird erblühen, wenn nur freie und ungegängelte Prediger die Wahrheit verkünden. So mahne ich den Abschied von euch und hoffe auf eure Erweckung. Lasst uns als freie Menschen einander ins Auge sehen.